Jan Maybach hat Mario erschossen. Jan Maybach hat Mario aus purer Eifersucht erschossen. Sie wurde gezwungen, das zu sagen. Geben Sie mir 2 Minuten. 2 Minuten, das scheiße. Sie begreifen Ihre Lage nicht, Herr Mann. Sie glauben mir doch nicht etwa. Wir haben einen wehrlosen Menschen erschossen. Warum sollte ich also nicht glauben, dass Sie ein Stalker sind, der die Kontrolle verloren hat? Sie haben sich mehrfach meinen Anweisungen widersetzt. Sie haben Ihre Suspendierung einfach ignoriert. Sie haben Ermittlungen behindert. Sie haben hier aus dem Büro Überwachungstechnik gestohlen. Ich werde Anklage gegen Sie erheben. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt. Untersuchungshaft? Aber es war doch Notwehr. Liane Hellmann hat ausgesagt, dass Jan ihren Freund aus Eifersucht erschossen hat. Dass sie untergetaucht ist, um sich vor Jan zu verstecken. Und der Brand, unser Hauptverdächtiger, der unterstützt diese Aussage. Aber warum tut sie das? Jan hat sein Leben für sie riskiert. Papa, warum lügt diese Frau? Sie hat Angst. Der Brand hat sie eingeschüchtert und dann haben sie sich irgendeine Geschichte zurechtgelegt. Okay, ich will sofort zu Jan. Das kannst du nicht. Du musst erst Besuchsrecht beantragen. Ich kümmere mich drum und versuch ruhig zu bleiben. Hm? Buenos dias, muchachas. Also ich muss ins Präsidium. Ich kann die Hellmann in dem Brand nicht länger da behalten. Mhm. Ach, Papa, in der Nacht, in der das alles passiert ist, da hat Jan, bevor er in das Loft gefahren ist, einen Anruf bekommen. Das hilft uns vielleicht. Hallo, Benny. Hallo. Und tschüss. Hey. Hallo. Wo ist denn Papa? Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Bis wir Ihnen glauben. Und im Moment glaube ich Ihnen nicht. Ich glaube nicht, dass Jan Maybach Sie belästigt hat. Und dass er Mario Akkers aus Eifersucht erschossen hat. Er war aber eifersüchtig. Es war Eifersucht. Ich glaube auch nicht, dass Mario Akkers Ihr Freund war. Mario wollte mich vor Jan beschützen. Ich glaube Ihnen ja nicht mal, dass Sie ihn überhaupt kannten, bevor Jan Maybach ihn erschossen hat. Um Ihnen das Leben zu retten. Es war Notwehr. Ihr Kollege hat meinen Freund erschossen. Seit wann waren Sie und Mario Akkers schon ein Paar? Ungefähr 2 Monate. Wir haben uns auf einem Empfang kennengelernt. Ein Kunde hat uns mitgenommen. Mario und ich haben Security da gemacht. Irgendwann hat er sie auf einen Drink eingeladen. Und zwischen den beiden hat er sofort gefunkt. Was war das für ein Drink? Whisky Single Malt. Single Malt. Hat er am liebsten getrunken. Die Jagdhütte gehört meinem Chef Hagen Stankowski. Wir sind mit den Mädels da mal heimlich hingefahren. Ich wusste, dass der Schlüssel hinterm Briefkasten versteckt war. Nachdem Jan Maybach Mario erschossen hat, habe ich mich dort versteckt. Sie war total verängstigt, als ich sie gefunden habe. Ihr Freund hatte eine Narbe am rechten Fuß. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Natürlich. Jetzt? Das war aber nicht der rechte Fuß, es war das linke Knie. Die haben sich wirklich verdammt gut abgesprochen. Rautschke, es reicht. Das Mädchen hat eine Menge durchgemacht. Ja, das weiß ich, natürlich, aber... Wenn Sie nicht objektiv bleiben können, dann ziehe ich Sie alle von dem Fall ab. Die Vernehmung ist beendet.
Du fährst morgen früh sofort zu dem Stalkowski und überprüfst das mit der Jagdhütte. Okay. Stimmt, Ackers und Brand waren ab und zu in der Jagdhütte. Die haben da ein bisschen für mich renoviert. Wollen Sie ein? Nein, danke. Und gestern sollte Brand da auch renovieren? Wissen Sie, das haben die sich selber eingeteilt. Der Schlüssel war ja immerhin im Briefkasten deponiert. Dass sie da allerdings wilde Partys mit Mädels feiern, davon wusste ich nichts. Erklärt allerdings, warum die Whisky-Vorräte immer weniger wurden. Ich dachte schon, die Putzfrau säuft. Hat Herr Ackers mal seine Freundin erwähnt, Liane Hellmann? Zur letzten Weihnachtsfeier, da war er mit einer da, aber die hieß Mandy oder Jenny oder so. Ich glaube, der hatte öfter mal was Neues. War ein guter Mann. Wird schwierig, Ersatz für ihn zu finden. Ja, gut. Danke. Die Firma LAZ gehört auch zu Ihren Kunden? Wir machen Werkschutz für 21 namhafte Firmen, ja. Ich könnte sogar noch expandieren, wenn ich genügend Leute hätte. Vielleicht wissen Sie ja jemanden? Pensionierter Kollege, der keine Probleme mit Nachtschichten hat? Im Moment wüsste ich niemanden. Dankeschön. Und Hagen Stankowski hat bestätigt, dass Ackers und Brand freien Zugang zu der Hütte hatten. Dann wäre Lianes Version also möglich. Vielleicht sollten wir nicht unsere ganze Energie darauf verwenden, Jans Unschuld zu beweisen. Glaubst du jetzt auch, dass er sich in die Frau verknallt hat und durchgedreht ist, oder was? So ein Quatsch natürlich nicht. Aber ich meine, wir müssen den Fall lösen, den ganzen Fall. Jan ist das Opfer einer Verschwörung geworden. Und wenn wir die Zusammenhänge aufdecken, dann können wir Jans Unschuld beweisen. Vincent hat recht. Wir müssen den Überblick behalten. Also, Nora Bayer und Liane Hellmann waren zwei Mädchen aus der Escort-Agentur, die Kunden ausspionieren sollten. Nora Bayer wurde getötet, Liane Hellmann entführt und unter Druck gesetzt. Und von der Chefin der Agentur haben wir zwei Namen bekommen. Brand und Dr. Wegner, dieser Erfinder. Und wir vermuten, dass Brand hinter der ganzen Sache steckt, aber haben keine Beweise. Wegner war der letzte Kunde, den die Mädchen ausspioniert haben. Welche Informationen sie ihm gestohlen haben, das wissen wir ja leider nicht. Der Typ war ein armer Schlucker, der sich in den letzten Jahren mit rutschfesten Fußmatten beschäftigt hat. Ja, aber für die Firma LAZ. Und genau für dieselbe Firma haben Brand und Ackers den Werkschutz gemacht. Klar, das kann Zufall sein, aber... Ja, und dann stirbt Wegner bei einem Autounfall. Und spätestens von dem Moment an glaube ich nicht mehr an Zufall. Vielleicht hat er ja an irgendwas anderem gearbeitet als an rutschfesten Fußmatten. Wir haben nichts gefunden. Ja, da müssen wir noch mal genauer nachschauen. Wir müssen Jan entlasten, bevor die Gerichtsverhandlung beginnt. Also fahr hin und guck noch mal nach und find irgendwas. Und wir fahren noch mal zu den Herren der LAZ und werden denen ein paar Fragen stellen. Danke, dass Sie so schnell Zeit für uns gefunden haben. Nicht nur ich, auch Dr. Deschel vom Vorstand wird gleich kommen. Ach. Ja, wegen haben wir unser Mitarbeiter. Jetzt ist er tot. Sowas schlägt schon manchmal ganz hohe Wellen, ne? Martin Deschel, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich bin sofort losgefahren. Wissen Sie, wenn einer unserer Ex-Mitarbeiter da in irgendwas verwickelt ist, dann kann das hier ganz schnell... Hohe Wellen schlagen, ich weiß, ich weiß. Wir wollen nur herausfinden, ob der Herr Wegner tatsächlich nur an rutschfesten Fußmatten gearbeitet hat. Aber das habe ich Ihnen neulich doch schon gesagt. Ja, ja, das haben Sie uns gesagt, aber irgendwie passt das nicht richtig ins Bild. Vielleicht hat er heimlich an etwas anderem gearbeitet, ohne ihr Wissen. Bei dem war doch nichts heimlich, der war ein Spinner. Der kam alle Nase lang mit einem kompletten Schwachsinn an, an dem er gerade gebastelt hat. Deswegen würden wir gern die Unterlagen der Entwicklungsabteilung mitnehmen, worin dokumentiert ist, woran er gearbeitet hat. Und die Festplatte. Ja, und die Festplatte vom Firmenlaptop. Soweit ich weiß, war es ein Autounfall. Ich verstehe nicht, was das mit uns zu tun hat. Ja, sehen Sie, ich auch nicht. Und deswegen möchte ich gern sicher gehen, dass Sie nichts damit zu tun haben. Helfen Sie uns dabei? Ja, das müssen wir dann kurz besprechen. Roska. Entschuldigen Sie uns einen Moment. Mein Mann mit zwei Prostituierten im Hotel. Das ist völlig absurd. Wie gut kannten Sie Ihren Mann denn? Gut genug, um zu wissen, dass er sich für Sex nicht interessiert hat. Und mal abgesehen davon, er hätte sich ja nicht mal eine leisten können. Ivo, jetzt hör doch mal auf! Hat er Ihnen nie erzählt, woran er gearbeitet hat? Doch, klar, andauernd. Und?
Ja, nichts und. Ich habe kein Wort davon verstanden. Niemand hat es. Manchmal glaube ich, er wusste selbst nicht, wovon er redet. Ich würde das Laptop und die Unterlagen gerne mitnehmen. Ja, bitte. Aber ich fürchte, Sie werden nichts Weltbewegendes finden. Früher habe ich meinen Mann für einen Genie gehalten. Aber er war einfach nur ein netter Spinner, der uns einen Haufen Schulden hinterlassen. Ivo, warte. Ivo, warte. Mann, das dauert ganz schön lange. Und wir holen erstmal den Justiziar. Und der formuliert eine schöne Ausrede von wegen Betriebsgeheimnis und so. Ja, das dauert. Es dauert noch ein bisschen. Ja, schon klar. Ach, ich lasse Ihnen gleich frischen Kaffee bringen. Hm. Dr. Tesche, ich habe vorhin was vergessen. Und zwar, kennen Sie eigentlich diesen Mann? Nein. Nicht? Das ist Lothar Brandt, der ist für die Sicherheit Ihres Werkes zuständig. Möglich, aber ich kann nicht jeden Wachmann kennen. Oder meinen Sie, der Vorstandsvorsitzende der Post kennt jeden Briefträger persönlich? Das ist ja lustig. Das ist doch der, der bis vor kurzem Probleme hatte mit schwarzen Konten in Liechtenstein, ne? Hey. Okay. 5 Minuten, ja? Okay. Kannst du den hier? Probier mal. Was? Papa hat immer so wenig Zeit gehabt, zu kicken. Jetzt ist er tot. Ich weiß, Ivo. Es tut mir leid. Vielleicht erfindet er gerade, wo er da ist. Irgendwas Cooles, vielleicht eine Lichtschranke fürs Himmelstor oder bunte Wolken. Weil er mich erfinde. Was hat er denn so erfunden? So, Herrschaften. Ich hoffe, Sie haben ein Auto mit. Ich vermute, Sie lassen Diskretion walten. Nicht nur bei den Daten, ich meine auch jedweden Zusammenhang zwischen Wegners Tod und uns. Auf so eine Art von Publicity können wir gut verzichten. Das kann ich mir denken. Eigentlich darf ich das ja keinem zeigen. Papa gesagt. Cool. Ist ja total leicht. Mhm. Weißt du was? Ich glaube, dein Papa war ein ganz toller Erfinder. Kann ich mir das mal ausleihen? Aber du musst es mir wiedergeben. Ganz bestimmt. Okay. Sieht das aus wie ein ganz normales Spielzeugauto. Das Material ist schon ungewöhnlich. Es scheint irgendeine Kohlenstoffverbindung zu sein, aber die Fasern splittern überhaupt nicht. Na schön, dann finde einen Fachmann, der sich das mal ansieht. Okay. Und du, Vince, besorgst eine Vorladung für Leana Hellmann. Aha. Wir haben die Verbindungsnachweise von Jans Handy. Und die Leana Hellmann hat 2-mal angerufen. Hat Jan sie auch angerufen? Nein. Das ist die Frage, wer ihr wen belästigt hat, oder? Uns läuft die Zeit davon. Ich soll dich von Benny grüßen. Von Papa, Ina und Vince natürlich auch. Wir würden gerne kommen, aber sie kriegen keine Besuchserlaubnis. Klar, Verdunklungsgefahr. Leni, mach dir keine Sorgen. Jetzt, wo der Verhandlungstermin feststeht, ist doch ein Ende abzusehen. Der Staatsanwalt hat mich vorgeladen. Das ist normal. Die Kollegen werden auch alle aussagen müssen. Er wollte wissen, wie unsere Beziehung ist. Ob du schon mal fremdgegangen bist. Ich habe von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Da geht sie hin, deine große Liebe. Fahr zur Hölle. Drüben stehen auch schon ein paar von deinen neuen Freunden. Komm, drück dir mal ein paar Tränen raus. Zeig ihnen, dass du traurig bist. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid. Ja, das ist immer schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Aber du hast ja zum Glück noch deinen Vater, Bruder. Das hilft, Familie zu haben in so schweren Zeiten. Wir brauchen noch eine Aussage von Ihnen. Ich habe Ihnen noch alles gesagt. Das werden wir ja sehen. Und ich dachte, es kann nicht schaden, wenn ich ihm persönlich diese Vorladung überbringe. Morgen früh. Feingefühl haben Sie so gar nicht, was? Ist Ihnen eigentlich klar, was die Frau gerade durchmacht? Guck mal hier. Bin mal gespannt, wer den in Auftrag gegeben hat. Frau Herrmann, finden Sie es nicht eigenartig, dass Jan Maybach nie versucht hat, Sie anzurufen? Nee, der ist Polizist, der weiß doch, wie das läuft. Sie meinen aber vorsichtig. Ja, genau. Zu vorsichtig, um Sie anzurufen. Aber unvorsichtig genug, Sie zu buchen, in einem Restaurant zu treffen, wo jeder Sie beobachten kann. Und Ihnen, wie Sie behaupten, an der Uni aufzulauern. Am helllichten Tag. Ja, was weiß ich, was Ihnen vorgegangen ist. Richtig, das weiß man nicht. Aber Sie haben versucht, ihn zweimal anzurufen. Ja, weil ich wollte, dass er mich in Ruhe lässt. Ich habe auch extra abends angerufen, damit seine Freundin das mitbekommt. Ich wusste, dass Sie in der Krise sind und wenn ich dort anrufe, dann kriegen Sie vielleicht noch mehr Stress. Aber es hat nichts genutzt, ich habe ihn angefleht. Kann ich jetzt gehen? Ja. Moment. Ich habe noch eine Frage. Wo haben Sie diesen Kranz in Liebeliane? Wo haben Sie den gekauft? In irgendeinem Blumengeschäft. Kann es sein, dass Herr Brandt den bestellt hat und bezahlt hat? Ja, und? Ich bin zurzeit halt ziemlich durch den Wind. Und Luther Brandt hat mir geholfen. Das ist aber nett. Womit Ihre Frage wohl beantwortet wäre? Sie können jetzt gehen. Und wenn Sie jetzt nicht noch irgendwas Überzeugendes in der Hinterhand haben, dann sieht's schlecht aus für Ihren Kollegen. Frau Hellmann, ich muss mit Ihnen reden. Ich kenne Sie nicht. Aber ich kenne Sie. Wegen Ihnen sitzt mein Mann in Untersuchungshaft. Warten Sie jetzt verdammt nochmal. Ich will es doch nur verstehen. Sagen Sie mir, was ich machen soll? Ich bin schwanger. Mein Mann wird vielleicht verurteilt. Was soll ich denn meinem Kind sagen, wenn es nach seinem Vater fragt? Dass er Frauen belästigt hat? Dass er ein skrupelloser Mörder ist? Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Jan kein schlechter Mensch ist. Das werden Sie nicht durchhalten. Die Angst nicht. Und das schlechte Gewissen auch nicht. Und tschüss. Der Brandt lügt, die Doris Berger lügt. Alle lügen. Und Jan hat uns auch noch belogen. Verdammt nochmal, wie dämlich ist er denn eigentlich? Und jetzt sollen wir ihn da rausholen. Haben nichts in der Hand, gar nichts. Was ist mit dem Spielzeugauto? Die Techniker sagen, es könnte was sein, aber sie brauchen noch mehr Zeit. Wir haben keine Zeit. Was mit den Akten von der LAZ? Fußmann. Es war einfach auszusehen, dass die uns mit Papierkram zumüllen. Ich habe dir schon zwei Namen genannt. Ja, Brandt und Wegner, das sind Namen, aber wir brauchen Beweise. Wie viele Menschen willst du noch auf dem Gewissen haben? Ach, ich kann dir nicht helfen, Hajo. Ich bin da auch nur reingeraten. Ach, wie damals. Jakob, meinen besten Freund hast du verraten. Hast du das vergessen? Hajo, bitte. Hast ein doppeltes Spiel mit uns gespielt. Hast dich als Fluchthelferin ausgegeben. Warum kommst du jetzt mit diesen alten Geschichten? Weiß ich wiederholen, Doris. Wieder sitzt ein Freund von mir im Knast. Mit deiner Aussage könntest du ihn vor einer Verurteilung bewahren. Ich habe Angst. Vor wem? Nora hatte Angst, Liane hat Angst. Meine schwangere Tochter hat Angst, weil der Vater ihres Kindes möglicherweise für Jahre ins Gefängnis geht. Kannst du nicht ein einziges Mal in deinem Leben das Richtige tun? Wann ist der Prozess? Morgen. Ich werde da sein. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, werde ich eine Aussage machen. Aber bitte, ich möchte auf keiner Zeugenliste erscheinen. Gut. Gut. Und du bist sicher, dass sie kommt? Ja. Und sie wird aussagen, dass Lothar Brandt hinter der ganzen Sache steckt. Und ist dein Papa frei? Ja. Soll ich? Gib her. Die
krasse, die geht schon den ganzen Tag. Ja, das ist richtig. Nein, das ist eine Unverschämtheit. Und spar dir dein Mitleid. Auf solche Anrufe kann ich wirklich verzichten. Das sind meine eigenen Kollegen. Wer lässt sich schon so eine Story entgehen? Leipziger Polizist betrügt seine schwangere Freundin und erschießt Rivalen im Liebesrausch. Das war vorauszusehen. Und sie werden dich nicht in Ruhe lassen. Und es wäre besser, wenn du von diesem Prozess fernbleibst. Hm? Ja, aber dann werden sie sich erst recht die Mäuler zerreißen. Außerdem kann ich Jan nicht alleine lassen. Du bist schwanger, Lady. Du musst jetzt an euer Kind denken. Bitte. Es wird verhandelt, die Strafsache Jan Maybach. Ich habe Jan Maybach immer als sehr ehrlichen und disziplinierten Kollegen erlebt. Und warum glauben Sie, war er in diesem speziellen Fall so anders? Ich habe nicht gesagt, dass er in diesem Fall anders war. Kollegen berichten, dass er zu Wutausbrüchen neigte. Er ist temperamentvoll, ja. Wussten Sie, dass sich Jan Maybach privat mit Frau Hellmann getroffen hat? Nein, das wusste ich nicht. Aber er musste davon ausgehen, dass Frau Hellmann in Gefahr ist. Er wollte sie schützen. Dann frage ich mich, warum er die Kollegen nicht informiert hat über Frau Hellmanns angebliche Bedrohung. Mein Kollege ist ein absolut korrekter Typ, der nie irgendetwas Ungesetzliches tun würde, da bin ich mir sicher. Erzählen Sie uns, was mit der Abhörtechnik geschehen ist, die Sie konfisziert haben. Die hat er Maybach ausgeliehen. Das heißt also, er war im Präsidium, obwohl er vom Dienst suspendiert war, und hat dort Beweismaterial gestohlen, um auf eigene Faust weiter zu ermitteln. Ja. Ja, vor 7 Jahren hat Jan Maybach im Dienst einen Mann erschossen. Im Dienst, aus Notwehr. Aber das wissen Sie ja. Das steht ja alles in den Akten. Danke, Herr Trautschke, das reicht mir. Doris Berger ist immer noch nicht da. Sie wird kommen. Dann rufe ich jetzt Frau Liane Hellmann in den Zeugenstand. Herr Maybach hat mich andauernd belästigt und ist mir überall nachgestellt. Es gibt Menschen, die das bezeugen können. Sie sind Kellnerin im Restaurant Kaiser Maximilian. Erzählen Sie dem Gericht, was Sie am Abend des 25. Mai dort beobachtet haben. Sind Sie noch ganz normal? Ja, setz dich erstmal. Er hat mir von seiner Beziehung vorgejammert und wollte, dass ich mich von Mario trenne. Er war wie besessen von mir. Das ist doch nicht wahr! Ich hatte schreckliche Angst. Wenn es wirklich wahr ist, was Sie sagen, warum haben Sie ihn nicht angezeigt? Weil ich keinen Polizisten anzeigen kann. Mario hat mich dazu gezwungen, unterzutauchen. Herr Maybach muss es irgendwie rausgekriegt haben, wo ich bin. Er ist mir gefolgt. Als er gekommen ist, war er völlig betrunken. Mario ist nur gekommen, um mir zu helfen. Er war nicht bewaffnet. Herr Maybach hat ihn erschossen. Jan Maybach hat Mario aus purer Eifersucht erschossen. Los! Doris! Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Doris? Der Angeklagte, Jan Maybach, wird wegen Tötung im Affekt zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Zur Urteilsbegründung. Das Gericht hat dabei berücksichtigt, dass der Angeklagte sich in über 11 Dienstjahren bei der Soko Leipzig sehr verdient gemacht hat. Allerdings hatte das Gericht ebenfalls zu berücksichtigen, dass Jan Maybach bereits in der Vergangenheit einen Menschen erschossen hat. Du darfst niemandem davon erzählen. Sie dir jetzt sagen, auch nicht dein Kollege. Wenn du irgendwas sagst, dann sage ich, dass du lügst. Vor allem die Zeugenaussage von Liane Hellmann, die
Jan Maybach die Tötung ihres Lebensgefährten Mario Ackers zum Vorwurf machte. Boris! Mario, 6 Jahre. Das kann... Was? Wo? Dem wehtun zu müssen. Fleisch vom Bullen. Herzlich willkommen, Herr Kommissar. Ich mach mal fertig. Hey, du sollst Kippen drehen. Nicht so blöde Glotzen. Dahin solltest du dich besser nicht anlegen. Mit mir übrigens auch nicht. Bitteschön. Der Täter kam von hinten. Er hat wahrscheinlich einen Nunchaku benutzt. Ein asiatisches Würgeholz. Augenscheinlich wollte jemand verhindern, dass sie ihre Aussage macht. Brand kann es nicht gewesen sein, da hat ein handfestes Alibi. Der saß zur Tatzeit in der Gerichtsverhandlung. Zimmermann? Ja? Danke. Was macht er da? Mit Heinz musst du dich gut stellen. Der verkauft die Telefonmarken. Die brauchst du, wenn du mal telefonieren willst. Telefonmarken krieg ich am Kiosk. Hier nicht. Hier gibt's die nur bei Heinz. Und was kostet so eine Telefonmarke bei Heinz? Kommt drauf an. Ich sag ja, man muss sich gut stellen. Hey! Mit dem Bullen wird nicht gequatscht, ist das klar? Wenn du mit jemandem reden willst, rufst du zu Hause an. Klar? Wie viele Marken willst du? Ich will keine Marke. Schade eigentlich. Oh!
Danke. Dr. Wegner hat vielleicht einen neuartigen Verbundstoff für Autokarosserien entwickelt. Eine ultraleichte, aber extrem stabile Verbindung auf der Basis von Kohlenwasserstoff. Damit ließen sich Autos bauen, die deutlich leichter sind als bisher. Und somit viel weniger Sprit verbrauchen. Das ist genau der Punkt. Wenn Wegner eine Methode gefunden hat, diesen Verbundstoff kostengünstig für die Serienproduktion herzustellen, dann wäre das die Revolution in der Autoindustrie. Und was heißt vielleicht entwickelt? Naja, erstmal wollen sie noch ein paar Tests machen. Dann sag den Experten, die sollen sich beeilen. Okay. Und du, Vincent, du fährst nochmal zur Escort-Agentur und schaust bei der Nachbarschaft, ob es da vielleicht Überwachungskameras gibt. Okay. Ja, danke. Verstehst du jetzt, warum du Telefonmarken brauchst? Maybach, Besuch für Sie. Ist was passiert? Bin ausgerutscht. Kerle hier. Ich habe damals einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich vielleicht die Chance, ihn wieder gut zu machen, wenn wir uns heute Nachmittag im Gericht sehen. Möglicherweise werde ich aber daran gehindert, denn ich weiß, wozu diese Leute fähig sind. Für diesen Fall ist dieser Brief. Die Beweise, die du so dringend brauchst, wirst du bei unserem gemeinsamen Freund finden. Wende dich an ihn. Und vergiss mich nicht. Unseren gemeinsamen Freund. Deswegen ist sie also nicht gekommen. Aber das verändert doch alles. Das beweist doch, dass da eine Riesenverschwörung im Gange ist. Aber der Staatsanwalt sieht da immer noch keinen Zusammenhang. Ja, weil er es nicht sehen will. Brand kommt als Mörder nicht in Frage. Er war zur Tatzeit im Gericht. Ja, es war absichtlich. Brand hat wieder ein Alibi, genau wie letztes Mal. Ich habe gleich gesagt, dass neben Brand noch ein dritter Mann da gewesen sein muss. Dein Anwalt legt Revision ein. Das kann natürlich noch Monate dauern. Wenn das Kind da ist, bin ich wieder draußen, das verspreche ich dir. Versprich mir lieber, dass du dich hier mit niemandem anlegst. Ich meine das ernst. Ja. Mach dir keine Sorgen. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wer dieses Grab pflegt? Eine Dame. Etwa in Ihrem Alter. Elegant. Doris. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber sie kommt mindestens einmal pro Woche. Schon seit etlichen Jahren. Danke. Wann kommt denn nicht der Ersatz für Ackers? Keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung? Mann, das ist zu viel Arbeit für zu wenig Leute! Das weiß ich doch selber! Hat sich noch keiner gemeldet! Fertig! Hey! Herr Brandt, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen Falschaussage, Nötigung und Beihilfe zum Mord. Bullshit! Tja, Herr Stankowski, es tut mir leid. Da werden Sie sich noch einen neuen Mitarbeiter suchen müssen. Wiedersehen. Diese Mistkerle.
Siehst du jetzt, wie wichtig es ist, hier drin Freunde zu haben? Ich wäre schon froh, wenn ich keine Feinde hätte. Naja, wir sind ja jetzt Freunde. Noch nicht mal ein Bierchen zusammengetrunken. Vielleicht weiß ich ja was. Was dich interessiert. Was sollte das denn sein, hm? Du bist unschuldig. Ja. Das behauptet ja wohl jeder hier drin. Brand hat dich reingelegt. Was weißt du über Brand? Später. Wenn wir erstmal Freunde sind. Ist alles. Was genau wünschen Sie denn? Unfall, Mord, Selbstmord? Dann müssen wir uns nur noch über den Preis einig werden. Kennen Sie diesen Mann? Ihre Fingerabdrücke sind auf dem Foto. Wieso? Ich kenne das Foto. Aber dem Mann bin ich noch nie begegnet. Das ist Berthold Wegner. Beziehungsweise das war Berthold Wegner, denn jetzt ist er tot. Sie haben dieses Foto Doris Berger gegeben, damit sie zwei ihrer Mädchen auf ihn ansetzt, um ihn auszuspionieren. Ausspionieren haben Sie jetzt gesagt. Ich habe einfach nur zwei Mädchen für ihn gebucht. In wessen Auftrag? Puh, keine Ahnung. Schauen Sie mal, es läuft so. Ich kriege einen Brief mit einem Foto und ein paar Scheinen drin. Hab gedacht, oh, will der mir jemand aber eine kleine Freude machen. Tatsächlich. Der Chef hat gesagt, Sie sollen zwei Mädchen schicken. Die Informationen befinden sich auf dem Laptop des Kunden. Gut. Zu den gleichen Konditionen, wie immer. Gleiche Konditionen, wie immer. Meine Freundin Doris, immer ein Ass im Ärmel. Ja. Deswegen hat sie die Gespräche aufgezeichnet. Die Einzelheiten werde ich den Mädchen vor dem Einsatz mitteilen. Das sind Sie. Und es klingt ganz so, als würde es nicht nur darum gehen, Herrn Dr. Wegner eine kleine erotische Freude zu bereiten. Ja, okay. Ich habe einen Auftrag weitergeleitet. Warum es dagegen, weiß ich nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Das muss es ja auch nicht. Das Wesentliche ist doch, dass Nora Bayer sich plötzlich geweigert hat, Ihnen die Informationen auszuhändigen. Und deswegen haben Sie getötet. Was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Ich habe die Kleine gemocht, die war total süß. Wir waren alle befreundet. Ja, ist ganz furchtbar. Fragt man sich, wer sowas macht? Ja, das fragt man sich. Dieses Arschloch, der gibt nur zu, was man ihm beweisen kann. Und wir haben keine Beweise mehr. Ja, dann müssen wir eben welche finden. Ich meine, wir haben Noras Leiche, wir wissen, wo sie gefoltert wurde. Es kann doch nicht sein, dass der Typ überhaupt keine Spuren hinterlassen hat. Er hatte aber nicht. Keine Fingerabdrücke, kein gar nichts. Er hat sogar dran gedacht, seine Zigarettenkippen wieder einzusammeln. Sag mal, wer so vorsichtig ist, der hat doch bestimmt einen heiden Respekt vor der modernen Technik, oder? Kann ich jetzt endlich gehen? Nee, sorry. Dauert noch ein bisschen. Sagen Sie, haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Drüben ist Rauchverbot, aber wenn Sie rauchen, dann darf ich auch. Hätte man ja auch mal gleich sagen können, ne? Ich mach die hier mindestens schon eine halbe Stunde. Rauchen ist ja so ungesund. Was soll denn das jetzt? Ich sag Bescheid, wenn der Chromatograph durch ist, okay? Alles klar. Was tut man nicht alles für die Wissenschaft?
So, mal sehen, ob er das schluckt. Herr Brandt, Sie haben doch sicher schon mal was von DNA-Spuren gehört, oder? Ich weiß, Sie denken, Sie hätten keinen hinterlassen. Das haben wir zuerst auch gedacht, aber... Sehen Sie das hier? Ein Zigarettenabdruck auf Nora Bayers Hals. Wissen Sie, Nikotin ist eine sehr interessante Substanz. Ein pflanzlicher Extrakt, der durch seine Kapillarkraft eine Wechselwirkung mit anderen organischen Substanzen eingeht. Das heißt, es entsteht ein Gemisch, das sofort weitergeleitet wird. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist warten, bis der Chromatograph die Aminosäuren gefärbt hat. Und wir nachweisen können, dass die DNA von der Zigarette, die Sie eben geraucht haben, dieselbe ist wie die in der Brandwunde an Nora Bayers Hals. Und dann sind Sie dran. Wegen Mord. Dauert noch ein bisschen. Der glaubt ihm das tatsächlich. Und wie war ich? Überzeugend. Schon, oder? Tja, Herr Brandt. Sie haben Nora Bayer getötet. Die Ergebnisse sind ganz eindeutig. Das war ein Unfall. Sie wollte auf einmal nicht mehr mit den Informationen rausrücken. Da haben wir sie unter Druck gesetzt, haben ihr Angst gemacht. Aber es war Ackers, der übertrieben hat und nicht ich. Und auf einmal war sie tot. Ich will jetzt die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Liane Hellmann war nie mit Ackers zusammen, richtig? Diese Lügengeschichte haben sie nur erfunden, um unsere Ermittlungen zu stören. Wer ist Ihr Auftraggeber? Ich kann und ich werde nichts sagen. Und jetzt will ich mit meinem Anwalt telefonieren. Aber wir wissen doch jetzt, dass alles zusammenhängt. Wir wissen jetzt, wie Nora Bayer umgekommen ist und mehr nicht. Brandt hatte Angst, er hat uns nur die halbe Wahrheit gesagt. Jan ist das Opfer einer Verschwörung, das liegt doch jetzt klar auf der Hand. Es tut mir leid, aber das reicht nicht für eine vorzeitige Entlassung. Ich muss den Fall Maybach gesondert betrachten. Der Kollege soll Revision beantragen, dann sehen wir weiter. Das dauert Wochen. Ja, und mein Mitleid hält sich in Grenzen. Herr Maybach hat sich absolut nicht korrekt verhalten. Und es wird ihm nicht schaden, mal ein paar Wochen drüber nachzudenken, was für einen unglaublichen Mist er gebaut hat. Auf Wiedersehen, Herr Trautschke. Einschloss in 2 Minuten. Wo ist meine Bestellung? Ich habe mich drum gekümmert. Morgen können Sie in der Schreinerei anfangen. Gleich nach dem Frühstück melden Sie sich beim Vorarbeiter. Morgen ist Schlachtfest. Ein bisschen langsamer. Sie wissen das jetzt nicht von mir. Ich habe eine Frau und 2 Kinder. Bin von dem Job abhängig. Muss hier mit allen gut auskommen, mit den Kollegen und den Insassen. Was ist denn? Sie haben einen guten Mann. Die wollen ihn umbringen. Wer will ihn umbringen? Weitergehen. Er muss hier raus, schnell. Aber es ist doch ein Gefängnis. Hier kann doch gar nichts passieren. Ihr Mann muss hier raus, sonst ist er tot. Leni Trautschke verlässt jetzt die JVA. Lothar Brandt hat ausgesagt, dass er und Major Ackers Nora gefoltert haben. Und dass sie die Informationen beschaffen sollten. Wir haben zusammen gearbeitet, ja? Frau Hellmann, der Brandt sitzt in U-Haft, er kann Ihnen nichts mehr tun. Sagen Sie aus. Und sagen Sie auch, dass Jan Maybach
aus Notwehr geschossen hat und nicht aus Eifersucht. Und dass er nicht in sie verliebt war. Haben Sie mit Doris auch so gesprochen? Doris ist tot. Sie wissen überhaupt gar nichts. Es gibt Leute hinter Brandt. Wir nehmen Sie in ein Zeugenschutzprogramm auf. Sie und Ihre Familie. Ich bleibe dabei. Jan Maybach war an mich verliebt und hat aus Eifersucht geschossen. Ja? Aber die wollen Jan umbringen. Wir müssen uns darum kümmern, dass er hier rauskommt oder dass er wenigstens verlegt wird. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Ja, Papa, bitte kümmere dich darum. Nimm dich auf jeden Fall vor eins in Acht. Der daneben ist Alex, sein Pitbull. Da drüben ist Kimi, die Apotheke. Mach dir einen Drogenhandel, wenn du irgendwas brauchst. Kippen, Gras, Pillen, Pulver. Das hier ist der perverse Peter. Perverse Peter? Ja, hat ein Liebespaar umgebracht. Danach hat er sie zerstückelt und die Leichenteile vergraben, heißt es. Du weißt ja einiges. Naja. Was weißt du über Brandt? Seit dann quatschen zu tun, als weißt du, was sie da nicht nachliefern. Also weißt du was oder weißt du nichts? Ich weiß einiges. Was? Was? Brandt hat dich reingelegt. Zelleneinschluss. Bis später. Von wem haben Sie diese Information? Ich hab sie eben. Von wem? Von meiner Tochter. Jan Maybach wurde reingelegt. Und er soll nun endgültig beseitigt werden. Möglicherweise sogar in diesem Augenblick, wo wir miteinander reden. Und wenn ihm irgendwas passiert, ich werde kein Geheimnis daraus machen, dass ich Sie gewarnt habe. Und dass Sie zu faul waren, diesen scheiß Hörer in die Hand zu nehmen und für die Verlegung eines verdienstvollen Polizisten zu sorgen. Zum Direktor. Ich habe gehört, ein Vögelchen fliegt davon. Da wird jemand sehr böse mit dir sein. Halt's Maul! Na, 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 na. Strumpfwichser. Hey Jan, ich habe für Brandt gearbeitet. Ja und? Ich weiß alles über ihn. Was weißt du über ihn? Zum Beispiel, für wen er arbeitet. Für wen? Weiter geht's. Hallo, für wen? Yellow. Yellow. Später. Auf die Liane Hellmann können wir nicht zählen. Die wird ihre Aussage nicht widerrufen, solange sie Angst hat. Aber vor wem hat sie Angst? Brandt kann es nicht sein, der sitzt in U-Haft. Ja, und der hat Hintermänner, die dafür gesorgt haben, dass Doris Berger ermordet wurde, weil sie uns die Spur zu Dr. Wegner gewiesen hat. Der hat einen Unfall. Wissen wir schon was darüber? Keine Spuren, keine Zeugen. Also theoretisch könnte es sich wirklich um einen Unfall gehandelt haben. Ja, wer es glaubt. Doris Berger wurde getötet, damit sie nicht vor Gericht aussagt. Es gibt auf jeden Fall irgendjemanden, der alles vertuschen will und über Leichen geht. Ja, der Dr. Wegner ist mit seiner Erfindung zum Autozulieferer gegangen. Und das ist ein großer Markt. Ein Weltmarkt. Follow the money. Was? Folge dem Geld. Zuerst war unser Motto, cherchez la femme, suche die Frau. Und jetzt folgen wir dem Geld. Woher haben Sie das? Von dem verrückten Erfinder. Von dem Sie sagen, er hätte sich nur mit Fußmatten beschäftigt. Das ist eine neue Kohlenstoffverbindung. Ein Carbonverbundstoff. Leichter und widerstandsfähiger als bisherige Materialien. Unsere Experten haben das überprüft. Das hier ist garantiert nicht für rutschfeste Fußmatten. Und der Herr Wegner hat Ihnen von dieser Entwicklung erzählt?
Also gut. Kurz vor seinem Tod haben wir uns nochmal getroffen. Das hat die Steifigkeit und Leichtigkeit von einem Formel-1-Chassis, aber wir können es billig produzieren. Das hier ist millionenwert. Das ist ein Durchbruch. Ich brauche mehr Daten von dir, um es einschätzen zu können. Und, hat er die Daten geliefert? Nein, dazu ist es nicht mehr gekommen. Das heißt, er hatte den Unfall, bevor er den zweiten Datensatz liefern konnte? Ja. Wer wusste noch davon? Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass Bertolt zu anderen Unternehmen Kontakt hatte, aber... Was aber? Industriespionage gibt es überall. Da ist kein Unternehmen sicher, auch wir nicht. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Aber darüber müsste ich erst mit der Geschäftsleitung sprechen. Dann tun Sie das. Warum soll ich verlegt werden? Angeblich laufen Wetten, wie lange Sie hier drin überleben. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger. Außerdem sollte eine Verlegung auch in Ihrem Interesse sein. Und wann genau soll ich verlegt werden? Sie stellen einen Antrag auf Verlegung. Ich werde dem entsprechen und Sie können sofort losfahren. Und wenn ich das nicht will? Warum sollten Sie das nicht wollen? Hören Sie, ich fühle mich nicht bedroht. Danke für das Angebot, aber... Ich bleib hier. Das ist Tsung Mei. Sie ist seit 2 Jahren bei uns als Werkstudentin. Sie war fleißig, still und unauffällig. Und dann haben wir eine verdächtige Mail aufgefangen. Seitdem haben wir sie von allen sensiblen Informationen ferngehalten. Wir wollen kein Aufsehen. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Haben Sie eine Ahnung, was für ein Krieg um technische Entwicklung zwischen China und dem Rest der Welt tobt? Mike, hast du noch deinen Nachtisch? Blondie, was ist mit dir? Kann ich deinen Nachtisch haben? Herr Kommissar? Oberkommissar. Herr Oberkommissar? Ich habe mit Freude gehört, dass du bei uns bleibst. Ich habe mich doch gerade erst eingelebt. Das freut mich sehr. Ich hatte schon die Sorge, das Schauspiel würde irgendwann abgeblasen. Also, der Löwenkäfig und der Gladiator. Ich habe ein bisschen Geld gesetzt. Auf den Gladiator. Fast als Einziger. Aber ich habe ja auch eine Schwäche für Außenseiter. Toi, toi, toi. Achso, Entschuldigung. Jan, hast du noch deinen Nachtisch? Scheiß auf den Nachtisch. Was weißt du, Yellow? Was ich weiß? Ich weiß, Heinz will 2 Nachtische von mir haben. Ich konnte ihm bisher nur meinen geben und darum muss ich mich jetzt kümmern. Dr. Wigner, er war früher bei uns angestellt. Er ist tot. Ja, das habe ich gehört. Er war ein sehr netter Mann. Wir haben hier diese Mail von Wigner Prohaska. Lieber Daniel, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Das Ei des Kolumbus, eine technische Revolution. Wer weiß, wann hast du Zeit? Dein Bertolt. Wie kommt diese Mail auf Ihren Rechner? Das weiß ich nicht. Wir haben auch noch die Antwort. Lieber Bertolt, lass uns doch darüber reden. Diese Mail war auch auf Ihrem Rechner. Können Sie jemanden für mich anrufen? Ja, Ihren Anwalt. Meine Botschaft. Ich hab keinen gekriegt, ich hab alle gefragt. Da musst du hinter ein bisschen netter fragen. Dann klappt es auch mit dem Nachtisch und deine Hand bleibt dran. Du störst ja schon wieder. Hast du ein Problem damit? Ich hab mit gar nichts ein Problem. Oh Mann, danke. Ich hab gedacht, er macht ernst. Der Typ ist so ein Schwein. Ja, nur gib mir den Namen. Warte, ich. Den Namen, verdammt nochmal. Jetzt lass mich doch mal überlegen.
Ich mach die Säge wieder an! Du bist ein Bulle, du machst sowas nicht. Hey! Mach das! Okay, okay, okay! Den Namen jetzt, gib mir den Namen! Den richtigen Namen kenne ich nicht, aber ich kann dir helfen, Jan. Aber ich brauche diesen scheiß verdammten Nachtisch. Ayo? Ja, der Botschafter möchte nur mit dir sprechen. Das ist wahrscheinlich so ein asiatisches Ding. Von Häuptling zu Häuptling. Gut. Und wir haben die Festplatte von Sung Mei durchsucht. Da sind Pläne von Wegner drauf. Nicht der ganze Datensatz, aber man bekommt eine Idee, in welche Richtung er gearbeitet hat. Mhm. Na, da will ich mal mit dem Herrn reden. Ja. Guten Tag. Hauptkommissar Hans-Joachim Trautschke. Guten Tag. Darf ich vorstellen? Das ist Joe Wai, Wirtschaftsattaché und seine Referenten. Das ist Fang Lifeng, Sekretär für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist Zhao Jun, Gesandte der chinesischen Automobilindustrie. Und seine Exzellenz Konsul Wang Qiantao. Mein Name ist Ma Qianguo. Guten Tag. Wo können wir ungestört sprechen? Hier bitte. Nehmen Sie bitte Platz. Was haben Sie gegen Sung Mei in der Hand? Es gibt eine belastende Aussage Ihres Arbeitgebers. Wahrscheinlich hat sie den E-Mail-Verkehr des Unternehmens ausspioniert und sie hat gestohlene Pläne auf ihrem Rechner. Hat der Arbeitgeber Anzeige erstattet? Nein. Warum nicht? Er möchte die Sache diskret behandeln. Wenn wir in der Volksrepublik etwas diskret behandeln, sind wir keine Demokraten. Aber in Deutschland ist es normal. Man misst mit zweierlei Maß. Gibt es keine Industriespionage mehr? Das gab es früher. Ah, und jetzt nicht mehr? Das gibt es überall. Aber wir akzeptieren nicht, dass man uns sofort verdächtigt. Um welche Daten geht es? Das sage ich Ihnen nicht, das wissen Sie selbst. Wie kommen Sie darauf? Kommen Sie immer mit dem ganzen Hofstaat, wenn einer Ihrer Staatsbürger von der Polizei vernommen wird? Herr Kommissar, wir kaufen ganze Unternehmen. Und wenn es in Deutschland eine gute Idee gehen sollte, dann kaufen wir sie einfach. Wir klauen nicht. Wieso sollten die Chinesen das Risiko eingehen und etwas stehlen, was sie sich ganz einfach kaufen könnten? Manchmal ist Klauen einfach spannender. Danke. Was, wenn es keine Frage des Geldes war? Was, wenn die Chinesen gar nicht kaufen konnten, weil der Erfinder es nur an seine alte Firma verkaufen wollte, aus alter Verbundenheit oder aus patriotischer Gesinnung? Gut, die Chinesen erfahren über Sung Mei, dass da etwas Neues entwickelt wird und nehmen Kontakt mit dem Erfinder Dr. Wegner auf. Der sagt, nein, ich verkaufe nur an einen deutschen Konzern. Ja, die Chinesen geraten unter Zugzwang, engagieren zwei Prostituierte, die sich um Wegner kümmern und ihm die Daten klauen sollen. Ja klar, so kommen Brandt und Doris Berger ins Spiel. Und die Chinesen kriegen, was sie wollen. Jemand sorgt dafür, dass Dr. Wegners Wagen einen Unfall hat und er keine Patentklage einreichen kann. Und Doris Berger wurde mit einem asiatischen Würgeholz getötet. Das passt doch wunderbar. Ja, aber so ein Würgeholz, das kann auch jeder benutzen. Das müssen ja nicht nur Chinesen sein. Trotzdem, passt alles. Dazu müssen wir aber wissen, ob der Erfinder wirklich nur an seine alte Firma verkaufen wollte. Ich rede mit seiner Frau. Was? Gut, danke. Hajo, das war die JVA. Jan will sich nicht verlegen lassen. Frau Wegner könnte ihr Mann auch an Chinesen verkauft haben? An Chinesen? Worum geht's denn überhaupt? Hat er mal was von einem bevorstehenden Deal erwähnt? Einen Deal? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, er hat viel erzählt. Verstanden habe ich es oft nicht. Da schaltet man schon mal auf Durchzug. Und das Verhältnis zu seinem Arbeitgeber, war das besonders gut? Wissen Sie, mein Mann war eigen. Er ist gern mal angeeckt. Aber ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn mit all seinen Macken akzeptiert. Nur diese Nutten. Diese Frauen waren auf ihren Mann angesetzt. Waren die dann umsonst? Ich glaube ja wohl nicht.
Was kostet die Stunde mit zwei Noten eigentlich so? Ich weiß es nicht. Ist doch nicht verrückt. Ich musste um ihn trauern. Er ist tot, mein Mann. Oder ich müsste wütend sein, weil er mich mit diesen Frauen betrogen hat. Und woran muss ich denken? An Geld, Geld, Geld. Hier. Die Räumungsklage. Wir müssen aus dem Haus raus. Jello. So richtig heißt der Jens Lohmann. Er sagt, er hätte was mit Brand zu tun gehabt und kennt die Hintermänner. Du machst dir was vor. Das ist irgendjemand. Harry, bitte, bitte, bitte überprüf ihn, bitte. Überprüf ihn einfach. Lass uns die Polizeiarbeit machen. Es ist wichtig, dass du am Leben bleibst. Und deswegen lässt du dich jetzt verlegen. Verstehst du das nicht? Ich bin verurteilt. Und ich sitze hier und ich habe keine Ahnung, ob ich in den nächsten 6 Jahren rauskomme. Du musst uns vertrauen. Habt ihr was? Hm? Kannst du mir sagen, eine Woche noch, Jan, eine Woche noch? Dann haben wir die Beweise für deine Unschuld. Kannst du mir das versprechen? Aber dieser Jello, der weiß vielleicht was. Und solange ich nicht sicher bin, was, gehe ich hier nicht raus. Und Leni? Und dein Kind? Meinst du, Leni ist glücklich, wenn ich im Gefängnis bin? Glaubst du, unser Kind will einen Knasti als Papa haben? Ich gehe hier raus als unschuldiger Mann. Oder gar nicht. Ivo, das Auto, das du mir gegeben hast, das müssen wir noch behalten und weiter untersuchen. Aber du hast uns damit sehr geholfen. Und deshalb... Bitteschön. Guck mal, ob sie passen. Das ist übrigens echt ein super Auto, was dein Papa da gebastelt hat. Ja, ne? Irgendwann werden alle Autos so sein. Aber die Deutschen kapieren das mal wieder als Letzte. Die sind einfach zu blöd dafür. Zu blöd? Wofür? Erst wollen sie keine Katalysator bauen, dann wollen sie keine Hybridautos bauen. Wir sind einfach zu blöd und zu langsam. Zu blöd, ja? Viel zu blöd und gemein. Die haben Papa doch entlassen. Die kriegen das als Letztes. Danke. War das wichtig? Ja, vielleicht. Zuerst den Namen. Ich kenne den Namen nicht. Hast du ihn mal gesehen? Ja. Beschreib ihn. Es war dunkel. Hör zu. Wir sind an einigen Leuten dran. Wir vermuten, dass der Mann hinter Brand aus dem Rotlichtmilieu stammt. Kannst du das bestätigen? Ja, ja. Albanische Herkunft, Kampfhund fährt eine Corvette. Jan, ich weiß alles über den Typen. Ich kann ihn dir liefern. Lange schwarze Haare. Ja, ja. Zwei grüne Fühler auf dem Kopf. Du weißt gar nichts, Jello. Jan. Ich hab einfach Schiss. Eins macht mich platt. Danke. Ich wollte ihn nicht anlügen. Ich hab einfach nur Schiss. Wir alle mal. Ihr seid richtig süß, Mädels. Mir kommen gleich die Tränen.
Wenn Wegner nicht an seinen ehemaligen Arbeitgeber verkaufen wollte, dann stand der ziemlich unter Zugzwang. Aber was ist mit den Unterlagen auf Sungmees Rechner? Naja, die Chinesen haben spioniert, weil sie natürlich nicht wissen konnten, dass sie sowieso den Zuschlag erhalten sollten. Ja, kann sein. Ja, dann ist unsere Theorie mit den Chinesen viel zu kompliziert. Die Deutschen wollen die Erfindung. Sie kriegen sie nicht und holen sie sich mit Gewalt. Wir können Sie hier nicht länger festhalten. Sie können gehen. Wirklich? Ja. Warten Sie. Werde ich jetzt gekündigt? Ich muss ein gutes Arbeitszeugnis haben. Meine Eltern arbeiten viel, damit ich studieren kann. Und wenn ich mein Diplom habe, aber schon einmal entlassen worden bin, dann wird mich keiner mehr einstellen. Darauf habe ich leider keinen Einfluss. Kommen Sie bitte mal mit. Das ist das Auto, in dem der Erfinder starb. Wir vermuten, dass er von der Straße abgedrängt wurde. Wieso befinden sich die Pläne des Erfinders auf Ihrem Computer? Dr. Wegner hat sie mir gegeben. Warum? Er wollte, dass ich einen Kontakt mache. Dass ich ihm sage, mit wem er sprechen kann von einer chinesischen Autofirma. Er wollte seine Entwicklung den Chinesen verkaufen. Haben Sie Ihrem Chef davon erzählt? Nein. Wie hätte der darauf reagiert, wenn er erfahren hätte, dass Dr. Wegner an Chinesen verkaufen wollte? Dr. Prohaska ist ein netter Mann. Er isst nur zu viel und hat zu hohen Blutdruck. Dieser Herr hier, der gehört zu Dr. Desche. Ich habe sie zusammen gesehen. Aber Entschuldigung, ich sollte nicht über andere Menschen reden. In diesem Fall schon. Stankowski, ihm gehört die Jagdhütte. Und er kennt Brandt und Ackers. Ja, langsam, langsam. Es ist genau, wie du gesagt hast. Nicht die Chinesen werden nervös, sondern der deutsche Konzern, Desche. Der beauftragt Stankowski, die Informationen zu beschaffen. Und der schickt seine Handlanger los. Aber gegen ihn liegt nichts vor. Zimmermann? Was? Ja, gut, wir kommen sofort. Jan ist schwer verletzt. Er hat viel Blut verloren, aber keine inneren Verletzungen. Er schafft es. Jan, was machst du denn für Sachen, Junge? Ja? Der Mann heißt Alexander Boryskov. Er hat schon lebenslänglich wegen dreifachen Mordes. Dem ist es also völlig egal, ob er jetzt noch wegen versuchten Mord an Jan angeklagt wird. Und wer hat den Yellow umgebracht? Standen etliche Leute drumrum, alle mit bester Sicht. Lass mich raten. Keiner hat was gesehen. Angeblich haben sich alle auf Jan und Boryskov konzentriert. Also wir haben die Tatwaffe, aber keine Fingerabdrücke. Und die Typen hier kannst du rauf und runter befragen, das bringt überhaupt nichts. Wie geht's denn, Jan? Gott sei Dank. Bis dann, tschüss. Geht's ihm besser, ja? Ja, er hat Glück gehabt. Er muss hier ganz schnell raus. Dem ist es okay. Nur die Seite ist offen und die haben sie genäht. Nur die Seite ist offen. Du solltest dich mal hören, wie John Wayne. Es ist nur eine Fleischwunde. Ja, aber es ist nur eine Fleischwunde. Aber jetzt lässt du dich verlegen. Ich bleib hier. Ich lass mich nicht verjagen. Jan, die haben gerade versucht, dich umzubringen. Das haben sie aber nicht geschafft. Das nächste Mal? Nee, ich lass mich nicht verlegen. Verdammt noch.
doch mal, Jan, hast du ein einziges Mal an... Wenn die mich kriegen wollen, dann kriegen die mich doch sowieso. Egal, wo ich bin. Egal, in welchem Gefängnis. Ich werde nicht weglaufen. Okay. Den Gefallen tue ich denen nicht. Ich will das mal ganz einfach machen. Du und Liane, dieser tote Mann und die Verurteilung, das ist mir alles egal. Ich liebe dich. Und ich liebe dich auch, wenn du im Gefängnis sitzt. Selbst das würden wir schaffen. Aber liebst du mich auch? Ich bin mir momentan nicht so sicher. Jan, wenn du mich liebst, dann lässt du dich verlegen. Die Ärztin hat mir gerade gesagt, dass Jan mindestens noch eine Woche auf der Krankenstation bleibt. So lange ist er aus der Schusslinie. Und ich stelle ihn Beamten vor die Tür. Leni, komm. Jan hat viel Blut verloren, hat Schmerzmittel gekriegt. Du darfst nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ja? Hallo. Moment. Peter Billheim, ich bin für die Essensausgabe eingeteilt. Ich habe auch einen Plan. Bitte, da können Sie gerne reinschauen. Erst seit heute? Ja, heute ist mein erster Tag. Aber ist es nicht schön, dass es auch noch im fortgeschrittenen Alter den Zauber erster Dinge gibt? Gehen Sie rein. Herr Kommissar, aufwachen, Mittagessen. Peter. Ich hab dir was mitgebracht. Es wird dir gleich viel besser gehen. Ich weiß. Du brauchst doch keine Angst haben. Wir sind doch Freunde. Und jetzt will ich deinen Arm. Wehr dich doch nicht. Wehr dich nicht. Lass es sein. Weißt du, was mir sehr gefallen hat? Wie du Yellow verteidigt hast. Das hat mir sehr imponiert. Ja. Aber Yellow wusste gar nichts. Und im tiefsten Punkt unserer Herzen sind wir doch beide Romantiker, du und ich, oder? Aber im Hemd hast du recht. Es gibt tatsächlich Leute im Knast, die mehr wissen. Zum Beispiel? Ich. Du bist so tapfer. Jan, nimm es als Geschenk. Tapferkeit. Und iss was. Du musst wieder zu Kräften kommen. Wer ist das? Hagen Stankowski. Er sorgt auch für die Sicherheit Ihres Konzerns. Das mit den Leuten vom Werkschutz hatten wir doch schon geklärt. Man hat sie zusammen gesehen. Mit dem hier? Ja. Stimmt. Es fällt mir wieder ein. Sagen Sie es bitte nicht meiner Frau, aber ab und zu rauche ich doch eine Zigarette. Der Herr rauchte gerade eine, ich habe mir eine geborgt und wir haben über die Champions League gesprochen. Wir wissen, dass Dr. Wegner seine Entwicklung auf keinen Fall Ihnen verkaufen wollte. Nicht
Nein, und zwar aus Rache, weil man ihn entlassen hat. Wenn Sie das sagen, dann ist das bestimmt so. Ein ehemaliger Arbeitnehmer verkauft seine Entwicklung nur an den Konkurrenten. Das nächste Mal werden wir vielleicht profitieren, wenn ein Entwickler mit seinem Arbeitgeber unzufrieden ist. Ich finde es wirklich toll, dass Sie so cool sind. Aber ich habe hier mal ein bisschen in der Fachpresse recherchiert. Und hier steht, dass die chinesische Automobilindustrie ungefähr 10-mal schneller wächst als die deutsche. Das heißt, in 10 Jahren sind die Chinesen Nummer 3 und in 20 Jahren Nummer 1. Man muss vorsichtig sein, wenn man aktuelle Entwicklungen in die Zukunft projiziert. Ja, klar. Natürlich, weil Sie auf die Herausforderung reagieren, mit allen Mitteln. Sie akzeptieren doch nicht ohne weiteres, dass ein Konkurrent einen Vorteil erhält durch eine Erfindung Ihres ehemaligen Arbeitnehmers. Man verliert ja nicht nur Geld, sondern auch sein Gesicht. Eitelkeit kann man sich gar nicht leisten. Wir machen einen guten Job. Deutschland steht gut da. Wir exportieren unsere Waren in die ganze Welt, sehr erfolgreich, und ich bin zuversichtlich, dass das auch so bleibt, in unser aller Interesse. Ja, Herr Kommissar, Sie sollten sich auch Sorgen machen. Ihr Gehalt wird aus Steuermitteln bestritten. Ich habe gehört, Sie haben renoviert und ein neues Labor für die KTU gibt es auch. Ja, und das ist auch sehr schön. Deshalb ist die Wirtschaft wichtig. Wir generieren die Mittel, damit Sie Ihre Arbeit gut verrichten können. Und jetzt muss ich um Entschuldigung bitten. Ich habe noch Termine. Sag mal, wo lernt man sowas? Erst wirst du als Arsch geboren, dann übst du dein Leben lang, am Ende bist du richtig gut. Ajo, Jan will dich sprechen. Jan, was ist los? Du kannst mal reden. Peter war heute Morgen bei mir. Ihr müsst ihn überprüfen. Peter wer? Peter Bindheim. Habt ihr das? Ja, warum? Ajo. Er weiß etwas. Jan. Das hatten wir schon. Schaut euch das an. Das hat er mir auf den Arm geschrieben. Was ist das, eine Telefonnummer oder was? Habt ihr die Nummer? Ja. Den Namen Peter Bindheim, habt ihr den? Ja. Wir kümmern uns drum. Aber geh jetzt ins Bett. Ja. Ich gehe jetzt auch besser ins Bett. Oh. Ich glaube, ich gehe jetzt besser ins Bett, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine willkürliche Kombination von 11 Zahlen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich werde wahnsinnig. Peter Bindheim, 45 Jahre alt, sitzt seit 4 Jahren wegen zweifachem Mord. Aber das ist nicht das eigentlich Interessante an ihm, sondern das, was er vorher gemacht hat. Und das wäre? Er war stellvertretender Leiter der Landesbank. Und er war hauptsächlich für die Auslandsgeschäfte seiner Bank zuständig, also Schweiz, Liechtenstein. Nummernkonto in Liechtenstein. Und das wollen wir einsehen. Mal sehen, wem es gehört. Das ist allerdings sehr vage. Wenn wir alles wüssten, dann müssten wir nicht mehr ermitteln. Liechtenstein, ja. Wissen Sie was, Trautschke, Sie gehen mir auf die Nerven. Und das hier, das gibt richtig Ärger. Gehen Sie der Sache nach. Der Konferenzraum ist frei. Sagen Sie Ihrem Chef, dass wir da sind, Kripo Leipzig. Und er soll uns nicht so lange warten lassen. Ach, das sind wohl Stasi-Methoden. Setzen Sie sich doch. Wir haben da mal was für Sie vorbereitet. Ihre Bankverbindung aus Liechtenstein. Ich sollte meinen Anwalt hinzuziehen. Wieso? Sie haben doch Jura studiert, Sie Weltenlenker. Vielleicht möchten Sie sich doch setzen. Wir sind nicht von der Steuer. Was uns interessiert, das sind Überweisungen. Überweisungen an Herrn Stalkowski. 50.000 Euro. Ebenfalls auf ein Konto in Liechtenstein. Interessant. Das war nur für die Daten. Und Sie haben keinen Mord in Auftrag gegeben. Stankowski ist der Mann für die dreckigen Sachen. Das ist ein Krieg da draußen. Jeder hat seine Soldaten. Stankowski ist meiner. Ich habe ihm das Problem geschildert. Er hat gesagt, er werde es lösen. Und? Hat er es gelöst? Er hat die Daten geliefert.
Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht und will es nicht wissen. Und 2 Wochen später haben Sie ihm noch mal 100.000 überwiesen. Das war dann für die Morde. Stankowski hat gesagt, es habe einen beträchtlichen Mehraufwand gegeben. Und was das für ein Mehraufwand war, das hat Sie überhaupt gar nicht interessiert? In so einem Fall fragt man nicht, man zahlt. Die Polizei war bei mir. Wir müssen reden. Nicht hier. Die Polizei weiß alles. Was wissen die? Dass ich sie beauftragt habe, die Daten zu besorgen. Und können die das auch beweisen? Kann sein. Das wäre schlecht. Die haben gesagt, dass sie Wegner umgebracht haben. Es gab einen Unfall. Sie haben ihn von der Straße gedrängt. Der Mehraufwand. Und dass sie die Chefin vom Escort-Service umgebracht haben. Ist sie tot? Verarschen Sie mich nicht, Stankowski. Wir hängen beide bis zum Hals in derselben Scheiße. Ich habe die besten Anwälte. Ich muss nur alles wissen. Also, haben Sie Wegner umgebracht? Ja. Haben Sie die Chefin vom Escort-Service umgebracht? Ja. Aber ich wusste nichts davon. Können Sie bestätigen, dass ich Sie nicht beauftragt habe, diese Morde zu begehen, sondern dass Sie aus eigenem Entschluss gehandelt haben? Polizei, rüber ins Auto! Komm, Hände auf Bauch! Stankowski, wir haben alles mitgehört und aufgezeichnet. Sie sind verhaftet. Ich hatte schreckliche Angst und habe Jan angerufen. Scheiße, Jan, ich habe Angst. Akas hat mich mit der Waffe bedroht. Er wollte den Stick mit den Plänen vom Weg nach. Polizei, Waffe weg! In die Waffe. Ich habe vor Schreck die Waffe fallen gelassen. Stankowski hat sie gegriffen und hat mich damit bedroht. Dann hat er Brand in die Firma geschickt. Ich habe gedacht, er würde mich jetzt erschießen. Stattdessen hat er mich in die Hütte gebracht. Und dann ist Brand gekommen. Er hat damit gedroht, meinem Bruder was anzutun. Und dann musste ich ihm den Stick geben. Dann hat er mich in den Wald gebracht und wollte mich erschießen. Und dann haben sie sich was anderes überlegt. Der Deal ist doch ganz einfach. Du sagst gegen den Willen aus. Und dafür bleibt dein hübscher Bruder am Leben. Dann fasse ich nochmal zusammen. Jan Maybach war nicht in sie verliebt. Er hat nicht aus Eifersucht geschossen. Nein. Akas hätte ihn erschossen, wenn Jan nicht schneller gewesen wäre. Damit war Mario Akas bewaffnet, hat Jan Maybach bedroht und dieser hat eindeutig aus Notwehr geschossen. Es tut mir leid. Wie lange musst du noch sitzen? Ich komme in 5 Jahren raus. Wahrscheinlich früher wegen guter Führung. Glaube
glaube ich nicht. Du hast Jello umgebracht. Wer sagt das? Ich sag das. Das hast du nicht gesehen. Ist doch scheißegal. Ich sag einfach, ich hätte es gesehen. Ich habe hier nämlich eine ganze Menge gesehen. Ich bin wieder ein rechtschaffener Polizist. Absolut glaubwürdig.